willkommen zu Koch dich türkisch. Wir haben heute ein ganz einfaches Rezept mal wieder, und zwar Cacık, türkische Tzatziki, aber wir nennen es natürlich Cacık. Tja, fangen wir mal mit den Zutaten an. Malzemeler. Wir nehmen dazu eine kleine Gurke, die gibt es im türkischen Supermarkt, da findet ihr die auf jeden Fall, auch Salatalık genannt. Dann Joghurt, ein bisschen Joghurt, auf jeden Fall der mit 10% Fett, Süzme. Knoblauch, Sarımsak, ein bisschen Olivenöl, Zeytinyağı, ein bisschen Milch, Süt, biraz Pulbiber, rote Chili, getrocknete Chili, wir nennen es Pulbiber. Dann ein Teeglas Wasser, bir çay bardağı su, dann ein bisschen Dill, dereotu. So, und nun fangen wir dann schon mal mit der Zubereitung an. Hazırlanışı. Los geht es mit der kleinen Gurke. Die schneiden wir mal ein bisschen ab, vorne und hinten. Wenn wir sie schälen, dann schälen wir sie relativ dünn, also wirklich ince soyalım. Also nicht zu sehr abschneiden vom Rand, weil den Geschmack wollen wir ja noch mitnehmen. So ungefähr, ne? Tja, wo isst man Cacık? Cacık hat man eigentlich auf dem Tisch stehen, bei jedem Essen, was man, also jedem Abendessen oder Mittagessen, ist leicht gesalzen und man isst es im Ausgleich zu etwas scharfer Kost oder etwas schwerer Kost, also zu Fleisch kann man es essen oder wenn es scharf ist. Die Stückchen, die schneiden wir so klein, seht ihr ja ungefähr. Dann machen wir weiter mit dem Dereotu, mit dem Dill. Da ziehe ich das immer schön ab am Stängel, den Stängel brauchen wir nicht. So, zip, und da sieht man es schön abgezogen. Den Dill, dereotu, hacken wir schön klein. İnce doğrayalım. Legen wir uns alles zurecht. Dann brauchen wir jetzt den Knoblauch, Sarımsak, und habe auch eine Knoblauchpresse hier. Manche sagen ja, Knoblauch nicht pressen, weil dann die ätherischen Öle nicht mehr da drin sind, sondern lieber reinhacken, also vorher hacken und dann reingeben. Das macht jeder, wie er will. Wir haben es heute mal so gemacht. So, dann geht es weiter, dass wir das Ganze zubereiten. Wir brauchen dazu einen Schneebesen und geben erstmal den Joghurt hinein. Jeder macht den Cacık ja ein bisschen anders. Wir machen es etwas dickflüssiger. Manche machen ihn ein bisschen dünnflüssiger, wir machen dickflüssiger. Aber das macht jeder, wie er will. Wir tun nämlich noch ein bisschen Milch dazu und das macht den ganzen Joghurt ein wenig cremiger. Das sieht man jetzt gleich an der Konsistenz. Also wir mischen das schön durch. Dauert ein bisschen. Das habe ich jetzt mal hier schnell vorgespult. Geben wir unser Salz dazu, biraz Tuz, Karabiber, schwarzen Pfeffer, wieder mischen. Dann ist es eigentlich fast fertig. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen umfüllen. Dann noch als Verzierung ein wenig vom Dill, dereotu, und ein Tröpfchen Zeytinyağı, Olivenöl. Zur Verzierung. Und damit es noch ein bisschen Farbe kriegt, ein bisschen Pulbiber. Und fertig haben wir unser Cacık. Die Produktion von Orkide und Orhan diesmal. Cacık, guten Appetit. Afiyet olsun.